Morgen ist Samstag und ich flieg sogar, ich bin der Klasseste. Oh. Hallo, liebe Grüße, du kommst heim. Ah, neue Video, Leute. Ich guck mal, wie alle gut, Leute. Wenn ihr mehr Videos von 20 von Lasker liked, dann müsst ihr den Glocke aktivieren, oder? Was sagst du? Er hat mich angeguckt. Niemals! Du hast gucken, wenn ihr Endlung macht. Leute, auf jeden Fall, wir werden ja auch immer beste Filmmarkt besuchen. Das ist außerdem ganze Urlaub-Dingsbums da endlich mal wieder weg, Alter. Der war die ganze Zeit nur unterwegs. Keine Zeit, nicht so viel für Twan gehabt. Deswegen, wir holen jetzt alles nach. Wir fahren zu dem Moment einen schönen Tag mit meinem besten Freund aller Zeiten, ABF. Max, verfliegen, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ich hab Bock. Und auf jeden Fall, Todesdeckel! Ah, Leute, das hab ich vermisst, Leute. Ab zu Max! Oh, Leute, ich sag euch ehrlich, Max, du hast Spaß mit dem Todesdeckel. Das ist wunderschön. So, und jetzt hier so mal Lift-Experte. Guck mal, einfach Seite ins Live gewechselt. So, mach mal Tor hier auf. Mal gucken, ob Max zu Hause ist. Oh. Nee, noch keiner. Wir sehen nicht aus, ob Max da wäre. Galase, auf! Nee, Max noch nicht zu Hause. Egal, wir warten einfach, bis Max kommt zu Hause an. Leck ist Paulberger ja da. So. Paulberger! Was? Los, Max! Falls nicht, dass wir schon da sind. Ja, wo ist denn? Paulberger! Wo ist denn mein Schutzgeld? Weiß nicht. Wo soll ich mir das Schutzgeld? Alter, von ist Max. Wie, wo? Da läuft er. Oh, ey, was ist mit dem denn los? Wartet mal. Er ist am Humpeln. Er sieht aus, der verprügelt vor dem Wille. Max! Hallo, Tuan. Hi. Was ist mit dir passiert? Nix. Was geht, Tuan? Alles gut bei dir? Warte mal. Du laufst nochmal, als ob du verletzt wärst. Was passiert denn? Nix, bin nur, hab mir beim Sport was gezerrt. Was hast du dir gezerrt? Meniskus. Warte, ganz kurz, ja? Nee, der Meniskus tut nicht weh, sonst hättest du jetzt geslehen. Ja, nee, ich bin gerade die noch hingefallen draußen. Wo? In der Einfahrt bin ich ausgerutscht. Oh, bei der Einfahrt? Und warum hast du so ein blau... Warum ist dein Gesicht so angeschwollen? Nix, ich habe so neues Fitnesszeug genommen. Ich habe allergisch drauf reagiert. Ich gehe mich um. Umziehen, bis später, Touren. Los, Hilfe! Nee, alles gut, danke. Leute. Das ist komisch. Max sieht aus, als ob er verpirrt wollen Welle. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Max ist ein starker Mann. Wenn jemand den Stagger mag, der haut was nicht zurück. Aber was ist, wenn ihn jemand verprügelt hat? Und warum erzählt er mir nichts? Sind das ich von mir? Max muss ihn nicht sehen. Oh, wie werden das ja losfinden? Warte. Paulberger! Ja, oh, das war nichts. Hey, Leute. Nein! Komm, wir müssen leben. Lass mich los, Mann. Wir müssen uns dafür Auto legen. Oh, lass mich los. Paulberger. Mach mir nichts sauer! Was machst du? So, Paulberger. Lass mich los, bitte. Hier kannst du nicht so gut weglaufen. Ich will doch gar nicht weglaufen. Alles gut, was los? Was ist mit Max los? Keine Ahnung, mein... Mit wem hat der Ärger? Ich weiß nicht. Max sieht aus, ob du verprügelt wollen Welle. Lass mich kurz überlegen, ja. Wer macht das weg aus deinem Mund? Oh, ich wollte auch Businessman sein. Alle machen so Zigarre im Mund rein. Nein, du bist zu jung dafür. Ach so. So. Ja, warte ganz kurz, ich hab hier noch was hinten. Weißt du, wie Max, irgendwas Neues in Max Leben passieren? Ich glaube, der macht wieder Fitness. So. Ey, mach das weg! Wow, Ja, erstmal kalt abdusen. Ja, egal, Paulberger, kann man nichts los. Max macht Fitness. Was ist, wenn. Obwohl, da kann passieren, dass vielleicht irgendein Gewicht auf den gefallen ist, aber da hätte er mir das so erzählen. Oder schämt er sich, weil er nicht stark genug ist, um 140 auf der Bank zu drücken? Und er hat sich deswegen verletzt. Oh Leute, das sind Flaggen über Flaggen. Was machen wir? Und was für ein Duck, Max, irgendjemand? Was für ein Duck, wie Max, wie tun? Dann werde ich den Typen zerquetschen wie eine kleine Kakerlake! Auf jeden Fall, wir werden das herausfinden, Leute. Ich glaube, wir müssen ab heute. Ey! Komm her! Du verdammter kleine Dreckiger! Paulberger! Weißt du was? Paulberger? Guck mal! Max! Nein! Paulberger spielt am Grill um! Paulberger! So, jetzt habe ich Max erzählt, du hast den Grill kaputt gemacht. Tschüss. Oh. Okay, Leute. Eigentlich können wir jetzt Max solides sehen, Leute. Ich kann ihm sagen, wenn gewisse Zuschwellweile nichts nimmt, ich kann dir helfen, dass du Deckel werden. Mit dem Atmung der 1000 Sonnen aktivieren du den ganzen Muskeln, die sonst nie aktiviert sind. Oh, das werden wir machen, Leute. Das werden wir machen. Jo, wo ist denn Max hier? Warte mal, hast du den Basketballplatz? Max! Ja, doch nicht. Oben ist der auch nicht. Vielleicht ist er hinten im Garten und ist ein bisschen im Pool am Zählen. Wer weiß. So, wir gehen mal ganz kurz hier zu dumm. Rein, Max hier. Vielleicht ist er oben in seinem Zimmer ausruhen. Das kann auch sein. Ja. Ergibt es Sinn, Leute. Oh, hätte mir direkt denken können. Max ist so ein. Wenn er viel Sport macht, dann muss er schlafen gehen, ne? Braucht viel Energie. Deswegen, wir gucken nach, Max. Lalalalala. Twan ist beste Superstar. Twan haut alle kaputt mit einem Schlag der 1000 Sonnen. Oh, warte mal. Leise sein. Aua. Max hat Schmerzen. Ey,
Zu fünft haben die mich verprügelt, ey. Nein. Geh nie wieder da in das Fitnessstudio, ey. Nein. Wartet mal, ich hab eine Idee. Max! Max! Ja, hallo! Turan. Was geht? Ja, Digga, das Ding. Gut. Ich hab Fitnessstudio gewonnen heute, hä? Ja. Ein bisschen zu hart trainiert, glaube ich. Ja, kein Problem. Weißt du, was das Gute ist? Ich war mal für ein Fitnessdinner, deswegen, wir gehen morgen zusammen trainieren. Nee. Ach, alles gut. Ich brauche noch Erholung für meine Muskeln. Die brauchen ja, das. Kein Problem. Nein, das ist nichts schlimm. So, hier, warte, ich hab was für dich. Hier, nimm das mal. Klingt das heute Abend, dann morgen hast du keine Muskelschmerzen mehr. Okay. Morgen viel. Achtung, morgen ist wir gehen trainieren. Okay, kein Problem. Okay, Max, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen, ja? Ja, okay. Dann bis morgen. Tschüss, Tuan. Scheiße, ey. Nein, jetzt kriegt ihr da was mit. Leute, ihr denkt euch bestimmt, Tuan, warum du schickst ihn dir da hin und warum gehst du nicht selber und machst alle einfach kaputt? Passt auf, Leute. Ich bin nicht für immer da. Stell dir doch mal vor, Tuan, irgendwann weg. Und was soll Max dann machen? Muss mir die Lage genau angucken. Ich werde ihn morgen hinbestellen, aber kommen, aber er wird mich nicht sehen. Und dann will ich gucken, was da los ist. Und dann, ich kann eine nachhabe Situation von ganze. Also, ja, analysieren die ganze Situation. Ich kann Max perfekt helfen, dass ich selber verteidigen kann, Leute. Weil ich habe noch immer ein SMM, Leute. Deswegen, wir fahren jetzt zu meinem Tempel zurück. Und schlafen eine Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. So, Leute, wir haben das Auto jetzt hier gepackt. Von hier oben, da werde ich beobachten, wo Max ist. Der müsste gleich in 2 Minuten ankommen. Er hat mir geschrieben, SMS. Da gucken wir uns das Ganze mal an. Oha, da prügelt einer schon. Der haut alle um hier. Wer ist das denn? Oh, da ist Max angekommen. Hey. Ich hab dir gesagt, du sollst hier nicht mehr sein, ne? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst hier nicht mehr sein? Ja, okay, ist ja gut. Ich wollte nur hier mit einem Freund zusammen trinken. Hey, wirklich? Aua. Ich hab dir gesagt, du sollst hier weggehen. Scheiße, Mann, komm doch her, Mann, du kleiner Hund. Oh, Max, wehrt sich. Kleiner Hund. Oh nein, Max hat keine Songs. Nein! Du hast zu verpflichtet. Alter, scheiß auf dich, Mann. Scheiß mal für dich. Nein, ich muss Turan anrufen. Bleib still, Max! Hä? Hey, Turan, was machst du denn hier? Mal los! Ja, okay. Dir ist also nichts passiert und du bist runtergefallen. Ja, tut mir leid, ich war nicht ehrlich zu dir. Wie lange macht er das schon? Ja, ich war jetzt 3-mal hier, aber scheiß drauf, ich geh einfach woanders hin. Ich hab keinen Bock darauf. Nein, das geht so nicht, Max. Wenn jemand dir dein Blut wegklaut, du musst dich wählen. Was ist, wenn du uns mit einem Flow hast und jemand greift dir an, der stärker ist als du? Ja, dann geh ich auch drauf wie jetzt, aber was soll ich machen? Wie, was mach ich? Ich hab mich ja versucht zu wehren, aber der Typ, sein Arm wiegt so viel wie ich, Mann. Nein, das ist nicht das Problem. Guck mal ganz kurz, fahr zurück ein Stück. Ja. Bleib stillen. Guck dir mal in den Typen an. Der sieht auch stark aus hier, oder? Ja, schon. Weißt du, was das Ding ist? Einfach so eine zuhauen. Guck, wie der geflogen ist. Haja! Ja, aber der Typ, der ist auch noch mal, keine Ahnung, 100 Kilo leichter als der andere. Aber guck, hast du gesehen, mein letztes Schlag? Ja, hab ich gesehen. Das war die untergehende Bauchsonne. Untergehende Bauchsonne? Da, wo Kraft nicht hilft, ist Technik am Start. Da, wo die Muskeln dominieren anzeigen, übernimmt der Geist. Verstehen Sie, was ich mit sagen will? Ja. Max, wir machen aus dir einen Sonnenkrieger. Oh, es sagt, Alter. Der 1000 Sonnen kann nur geschafft werden von einem Sonnenkrieger. Dein hartes Training schaffen. Ich kann das doch aber nicht. Nur du kannst das. Nein, Max. Jemand mit Feuer im Herz schafft sowas. Und du hast Feuer im Herz. Deswegen, ich werde dir jetzt beibringen, Max. Es wird Zeit für den Weg der Sonne. Muss ich dich Senpai nennen jetzt? Nein. Okay. So, einsteigen. Wir fallen zu meinem Tempel und dann wir fangen an. Max, nie wieder wird einer kommen und dich ärgern oder verprügeln. Wenn das passiert, nur eben den Schlag der 1000 Sonnen. Okay, danke, Turan, dass du mir das beibringst. Aber merk dir mal eins, mit großer Macht und großer Verantwortlichkeit. Deswegen, jeder, der duft, guckt im Haus einen in die Fläche. Haben wir uns verstanden? Ja, nein. Du bist der Klasseste. Ich will keinen Streit haben. Ich will einfach nur... Nein, du machst den Platz. Ja, okay. Na, sehr gut. Deswegen fahr jetzt bitte die Leine. So, wir packen jetzt hier. Als erstes, Max. Ja. Hast du Lust, den Typen auf die Fläche zu hauen? Ja. Mach das! Zeig, was du kannst! Jetzt sofort! Ich muss gucken, womit ich arbeite. Dem hier im weißen Hemd? Ja, mach den kaputt! Aber der hat doch gar nichts gemacht. Und da ist das erste Problem. Die Sonne strahlt auf jeden! Listig! Tut mir leid, aber ich muss es machen. Nein. Geh da jetzt baden, du Idiot! Max! Oi. Katastrophal! Wie? Katastrophal! Das Leben geht nicht! Du hast über den Schuldig und habe gesagt, du hast keinen Grund! Okay. Gleich die Sonne auf dich lade! Ja. Siehst du? Moment, du bist wie die Sonne. Du strahlst auf jeden und jeder hat's verdient. Du brauchst keinen Grund. Okay. Du musst innerlich Frieden mit dir finden, Leute auf die Klaue und Gesicht zu hauen. Guck her! Hallo, der Hell! Haja! Siehst du, ich hab deine Flau geschlagen. Lass den laufen. So, und zweites.
Wenn du flachst, dass er nicht verdient hat. Max, du hast ihm ein Gesegen gegeben. Du bist ein Slag, du bist ein Sonnenkrieger. Wirst du erleuchtet, dass du schwach bist und stärker werden musst. Oh, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, siehst du, deswegen. Wenn ich jemanden kaputt mache, dann nur, weil er zu schwach war. Und ich gebe ihm eine Chance, stärker zu werden. Okay, Tuan, bring mir bei. Alles klar. Als zweites, wir müssen den inneren Ziel in dir finden. Das heißt, meditieren! Diese Position annehmen. Nun, Max, stell dir vor, mach den Augen zu. Stell dir vor, du bist auf einem Berg. Ja. Voller Eis und Sturm. Okay. Du frierst, dir ist kalt. Dir ist kalt. Du bist kurz vor Sterben. Aber dann, die Wolken werden durchbrochen. Was ist das? Ist das das Ende? Nein, das ist der Anfang von allem Leben. Die Sonne, sie wärmt dich auf. Und jetzt stell dir die Wärme vor. Die Sonne berührt dich. Deine innere Wärme kommt und du wirst stärker. Du bist so stark und so heiß wie die Sonne. Guck mal, Leute, das ist voll Glin. Der Mecker, als ich weggegangen bin. Okay, Max! Ja, was ist gerade passiert? Du wurdest berührt von der Sonne. Hast du gemerkt, wie warm die ist? Ja, ich fühle mich. Ich habe Energie, guck mich nicht an. Ja, jawohl! Sag dir, wie das losgeht! Mach den Platten da! Ja, Max, du bist so tüftig. Aber Max, hast du gemerkt, wie der Geist dir gesagt hat, dass es kalt ist, dann ist es kalt. Ja. Wenn der Geist sagt, ist warm. Und wenn die innere Wärme kanalisiert in Hallem. Du hast ihm einen Schlag gegeben und der lag sofort. Du hast aber keine Aktie geblockt. Der hat einen Schlag und war weg. Weißt du, was du gerade geschafft hast? Das war Schlag, der aufgehende Sonne. Das war aufgehende Sonne. Ich dachte, du bringst mir untergehende Sonne bei. Untergehende Sonne müssen deinen Körper noch stärken. Bei mir, wenn ich Schlag der Tausende in Sonne mag, ich bläst mir einen Arm. Oha. Ja, das ist eine sehr, sehr schlimme Macht, aber eine sehr, sehr starke. Da gibt es ja jeden Gegner besiegt. Aber Max, du hast nur Schlag der aufgehenden Sonne. Weißt du was? Versuch den mal gegen den Lambo hier. Mach einen Angriff der aufgehenden Sonne. Okay. Aua, meine Hand. Scheiße. Soll ich dir mal zeigen, was ein Schlag der Tausende aufgehenden Sonne schafft? Ja. Mach mal. Okay. Oh, warte. Mal lieber mal den Tunus weg, Max, bevor noch was passiert. Schlag der Tausend aufgehenden Sonne! Alter. Und das ist der Multiplikator 1000 gewesen. Alter. Und man sagt, die untergehende Sonne ist 100-mal stärker. Boah. Und deswegen, Max. Krass. Aber das Problem bei dir ist, wir haben keine 10 Jahre Zeit, um dich vorzubereiten. Max! Ja, schwierig. Um den Schlag der 100 aufgehenden Sonnen zu schaffen, musst du alles Revue passieren, was in deinem Leben passiert ist, und überdenken. Jede Situation musst du in den Kopf drin haben. Aber hast du die Flagge? Was hast du am 2. Februar 2006 gegessen zum Frühstück? Keine Ahnung. Und da ist das Problem. Wie machen wir? Oh. Leute, ich habe eine Idee, aber es wird dir nicht gefallen. Max, du musst mir vertrauen. Tuan, ich vertraue dir immer. Ist da geil. Max, du weißt, du bist mein bester Freund. Ja. Und du weißt, alles, was ich tue, ist nur für dein Bestes. Ja. Und egal was ist, ich will, dass du stärker wirst und besser. Ja, weiß ich. Aber warum sagst du das so komisch? Max, weißt du, kennst du eine Situation, wo du schaffst, dass du alles Revue passieren lässt, alles, was in dem passiert ist, nochmal zurück erlebst? Man sagt das doch, wenn man stirbt, dass man da irgendwie nochmal an alles denkt. Ah, du lebst von dieser... Wie nennt man das? Eine Nahtoderfahrung. Genau, ja. Genau. Und du musst es schaffen, alles zu hinterflaggen. Und wenn du diesen Prozess geschafft hast, dann kannst du die 100 Sonnen Fleisch halten. Deswegen, Max, ich werde das Auto jetzt abschließen. Wie? Du schaffst das! Abgeschlossen! Leute, vertraut mir. Ich mag zum nächsten Zeitpunkt auf, Leute. Okay. Und aufmachen, Auto! Jetzt müssen wir den Max holen. Oh, Leute. Es muss sein, sonst wird er niemals stärker. Okay, Leute. Wir haben Max. Das musste sein. Wir haben sogar mein Lambo dafür geopfert. Laut! Ja! Ja, spuck was aus! Boah. Oh mein Gott. Was passiert denn mit dir? Ich hab das Universum gesehen. Du hast das Universum gesehen. Ich bin einmal gesehen. Komplett durch das Universum geflogen, durch alle Planeten, durch unser Sonnensystem. Und am Ende habe ich der Sonne tief in ihr Innerstes geschaut. Oh, Max, du bist beleidigt. Nun, Max, in die Meditationsline! Max, stell dir die Sonne vor! Die Sonne ist vor dir! Greif zu! Mit deiner letzten Faust, du holst die Energie saugen aus der Sonne heraus! Okay, Leute, ich muss mich opfern.
Aufstehen! Schlag der 100 Sonnen! Schlag der 100 Sonnen! Ah! Oh! Oh, scheiße, Turn, Alter, ich kann nicht schlagen. Ja, ja! Oh. Oh, ey, tut mir leid, die Energie ist einfach, musste irgendwie raus. Ja, du hast es geschafft, Max, das war Schlag der 100 aufgehende Sonnen! Boah, aber brauche ich noch den Schlag der untergehenden Sonnen? Das werden wir ein anderes Mal machen. Aber Max, ist dir was in deinem Körper aufgefallen? Ich werde es dir kurz zeigen. Oh. Schlag der 10 aufgehenden Sonnen! Merkst du, Max? Das tut ja gar nicht weh. Diese Faust, die du habe getränkt mit voller Energie, umhüllt deinen ganzen Körper. Und jetzt, Max, wir gehen zurück zum Sim und werden den Typen zeigen, was es ist, sich mit einem Sonnenkicker anzulegen. Let's go! Jetzt werde ich ihm zeigen, dass es mein Fitnessstudio ist. Leute, jetzt werden Max in diese Lacke holen. Leute, bleibt dran, damit ihr seht, wie Max 100 auf jede Sonne auf sein Gesicht loslässt. Na, let's go! Oh, Max. Energie in meine Beine. Oh, Max hat's verstanden, wie das funktioniert! Max, wir kämpfen uns beim Sim! Ja! Oh, Leute, ich bin so stolz auf Max. Wo ist der Typ hin? Warte, Leute, wie geht's denn dem Typ hin? Ah, da hinten ist er. Hey, du! Flachpfeife! Dich schon wieder. Hast du jetzt deinen Opa geholt, oder warum kommst du jetzt hier mit dem her? Nein, das ist eine Sache zwischen uns beiden. Wir werden jetzt miteinander kämpfen. Und du! Ist ja, mein gib Typ. Gib ihm mal. Ja, das ist mal, wie du so versucht. Ja. James! Oh, James? James! Ich glaube, dein Kumpel hat's mit dem falschen Opa angelegt. Ist das alles, was du kannst? Ja. Max, zeig's ihm. Okay. Was? Leute! Und ihr mit Grappeln im Bus in die Kameras? Du bist ein elendloser Hund. Du bist guck, wo der liegt! Zu deinen Füßen! Nun, sei froh, dass wir dich erleuchtet haben mit der Sonnenklaft. Und nun, weißt du, wer dein Meister ist? Nämlich Tuan und dein Climax! Und lege Nummer 1 und legt niemals mit Tuan und dein Climax an, du Smuts! Okay, Max, das heißt jetzt, du kannst in Sim Klinilin gehen. Boah, aber ey, ich... scheiß drauf. Ja! Wir haben einen Sonnenkrieger. Wir müssen doch nicht ins Gym gehen. Das wollt ihr köhlen. Und Max, das nächste Mal, wenn du Probleme hast, komm zu Onkel Tuan. Tuan, lebe in dir. Ey, Tuan, ist das normal, wenn man so oft die Sonnenenergie benutzt hat, dass man voll Bock auf KFC hat? Oh. Lass uns essen gehen! Geht auf mich heute! Yeah! Ja, Leute, ich glaube, ihr wisst schon, wo ich hinfallen werde. Ja! Natürlich zu meinem allerbesten Freund forever, together forever. Aus dem Weg! Oh nein, Tuan muss lieb sein. Okay, guck, Leute, liebe Leute, warten und jetzt fahren erst durch. Und kein tolles Tackle mehr machen. Genau, das machen liebe Leute. Ganz genau. Oh, Leute, es wird wunderbar. Es wird wunderbar. Es wird... Ey, Tuan. Ups, ich hab Vorwärtsfahren mit Rückwärtsfahren verwechselt. Entschuldigung. Du hast doch mit Absicht wieder den Grill kaputt gemacht. Alter, ich hab aufgehört mit Grill. Ich war bei Therapie. Ich hab meine Grillzerstörungssucht hab ich bekämpft. Oh, ganz kurz Waffe sauber machen. Ja, Laila. Ups. Ups. Tuan, nein. Entschuldigung, ich hab die sauber gemacht. Das ist so... Ach, verdammt. Leute, ich bin süchtig nach Grill kaputt machen. Ach, egal. Ja, was geht, Tuan? Wie geht's dir, mein allerbester Freund? Ah, mir geht's gut. Ich blauk heute deine Hilfe. Ja, klar. Was gibt's? Max! Ja? Kannst du fast... Guck mal, ich weiß, das ist unverständlich. Ja, aber ich muss leider sagen, ich kann das auch verstehen. Manche Leute denken, ich wäre böse. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, aber das kann manchmal vielleicht sein. Manchmal, ich gebe auch ehrlich mal zu, vielleicht ich habe einmal in 100 Jahren auch mal Unlust. Ja, jeder Mensch hat ja mal Unrecht, ne? Du glaubst wirklich, ich hab Unrecht? Ja, jeder Mensch hat mal Unrecht. Aua. Ja, und genau, um zu lernen, noch lieber zu werden, ich hab eine Idee. Okay, ja. Und zwar, man muss ja als guter Mensch, man muss der Menschheit dienen, richtig? Ja, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber man kann ja auch mal anderen was Gutes tun, ne? Genau, und deswegen habe ich überlegt, ich muss lernen, wie es anderen zu dienen, deswegen werde ich heute 24 Stunden lang ein Butler sein. Ja, also habe ich jetzt an sich nichts dagegen. Ja, aber und ich hab mir gedacht, du verstehst das ein bisschen falsch. Ja, ja, bla bla, genau, 200 unlässt die Schnauze. Deswegen habe ich gedacht, ich muss heute üben, bei dir Butler zu sein. Tuan, eigentlich mache ich sowas nicht mit Freunden, ne? Wie? Du hilfst deinen Freunden?
Ja doch, natürlich, natürlich. Wie du gemerkt. Na ey, hallo Tua, natürlich helfe ich dir, aber ich will doch nicht, dass du mein Butler bist. Du bist ich muss dein Butler werden! Ja, also dir zuliebe mache ich das. Eigentlich will ich das nicht, aber. So, warte, geh mir ganz kurz umziehen. Ich hab Butler-Klamotten dabei, Leute. Oh, jetzt wird umgezogen. Ja. Hast du mir uns nicht zugeguckt? Na, oha, oh, siehst frisch aus, Tuan. Ja, ich bin heute, Sir Alkleinmax, bin beleidigt für meinen Dienste. Okay, das, ja, gefällt mir. Möchten die ja, was zu trinken haben? Ja, ja, gleich. Aber, Tuan, ich will nur ganz kurz sagen, du wolltest das so, okay? Also, ja? Sei mir nicht böse, wenn ich dich jetzt wie mein Butler behandle. Ey, Papa, das ist doch gut. Okay. Dann, Tuan, erste Aufgabe. Guck mal, da hat ein riesiger Vogel auf mein Bentley geschissen da hinten. Mach den mal bitte sauber. Okay, warte. Wo ist dieser Vogel? Da hinten! Ich hab den! Ja. Habt ihr das aus denn? Okay, sehr gut, danke. Aber der Wagen ist halt immer noch dreckig hier, ne? Ja. Ah, ich weiß, was du willst. Sag das doch gleich, Max. So, wo ist denn die Putzflau? Hey, warte mal, du bist doch der Butler. Als Butler macht man Kaka von Autos weg? Ich glaube alles, oder? Also, ja. Ja, oh, okay. So. Also, ich glaube, da ist doch irgendwie der Sinn davon, Butler, also, oder? Ach so, ich dachte, Butler ist letzte Hand und ich töte einfach alles, was dir nicht gefallen hat. Aber okay, Max, wenn du sagst, das ist ein Butler, ich muss lernen. Okay, alles gut. Weißt du was, ich gehe mich ein bisschen ausruhen. Wenn du hier fertig bist, dann bringst du mir was zu essen und was zu trinken. Ja, okay. Bitte. Wir müssen ihm was zu essen und was zu trinken bringen. Ich habe eine Idee. Ja, ich weiß, wie ich das mache. So, Leute, wir gehen was zu essen und was zu trinken holen für Max. Gar kein Problem. So, ganz kurz in den Bentley einsteigen. So. Und wir fahren jetzt los. Wir müssen jemanden ausklauen, der gerade am Essen und am Klinken ist und dem das Klauen unter Max bringen. Ja! Das ist dieser deckige Vogel, den ich habe gesossen. Das kommt davon, wenn du Kacken auf Autos in die Grillen. Okay, Leute, wir fahren jetzt zu dem nächsten Loch oder so. Wir gucken mal, bis gleich. So, Leute, wo gibt's natürlich immer was zu essen und zu trinken? Genau, in einer Schule. Mein Gott, ist der Bentley scheiße zu fallen. Oh. Ist das ein Lila? Okay, der läuft weg von mir. Egal, Leute, wir gehen mal in die Schule allein hier. Warte, wir müssen gucken, wo ein Lila ist hier. Ist Lila. Oh, das ist ein Lila. Ist am Essen. Entschuldigung! Oh, Mittagspause mit dieser dummen Entschuldigung! Ja, sind Sie ein Vater? Ah, ja, Sie sind genau. Der Vater von Lingling, ja. Von Zong? Achso, ja, okay. Der hat gesagt, mein Sohn will Lingling. Lingling, ein Schwacher aus der Gegnerfamilie. Die hat ja seit Jahrzehnten Krieg mit meiner Familie. Er hat mich beleidigt. Wir müssen das. Kommen Sie ruhig rein, gehen Sie kurz vor, ja? Ja, ich will gerade ins Lehrerzimmer gehen. Oh, ist der Burger lecker. Sie müssen unbedingt mal die Burger aus der Schule. Hey, was soll das? Du hast es gewagt, meinen Sohn Lingling zu nennen! Ich weiß ganz genau, Lingling, ein Feind meiner Familie seit Jahrzehnten! Nein, ich hab gar nicht. Du gehörst zu denen, ne? Ich verstehe. Du bist nur ein asiatisches Kind und du bist ein Asiate, so ist deine Kind. Weißt du, war nicht böse gemeint, man. Wissen Sie was? Wegen dieser Respektlosigkeit! Ich will den Burger haben. Okay, lassen Sie mich dann leben. So und zack! Dankeschön. Ich will was zu klinken haben. Ja, klar, kann ich Ihnen auch geben. Ja, kein Problem, ja. Mach eine falsche Bewegung, ich erschieß dich. Ja? Ich werde dich ausbluten lassen. Essen und trinken ist doch kein Problem. Sagen Sie doch, wenn Sie wollen, ja? Ja. So, kommen Sie hier. Oh. So, warte mal, hier in dieser Schublade habe ich noch etwas. Ja, geh weg, ich hole selber. Geh weg! Okay. Und merk dir eins. Ja. Lingling. Nett zu niemandem mehr! Und geh Paubäcker beste Noten um meinem Sohn. So, Leute, ich würde sagen, wir haben mit Essen und Klinken, haben wir gut besorgt. Wir gehen jetzt am besten zu Max und Blingen ihm das. Oh, wir müssen uns beeilen. Diese dreckige Bentley, Max, wir kaufen dir bald ein neues Auto. So, mir leistet jetzt hier. So, wir müssen hier ganz kurz umfallen. So, oh, Leute, wir fahren jetzt am besten zu Max und Blingen ihm sein... Willst du mich ganz neu machen? Nix da. Okay, Leute, wir fahren jetzt wieder zu Max. Okay, Leute, wir müssen wieder schnell zu Max hier. Oh mein Gott, diese Bremsen. Was ist denn los hier mit diesen Bremsen? Oh mein Gott. Gott, Leute, ich sagte ehrlich, ich bin kein Bentley-Faller. Juan ist ein Tunus-Faller. Sag ich euch hart auf hart, ich kann mit Bentleys nicht umgehen. So, wir fahren mal ganz kurz jetzt hier wieder lang. Er hat einen neuen Grill. Nicht kaputt machen. Nein. Andererseits, dieser Grill ist leid, Leute, hört ihr das? Er sagt das Dürmig! Er sagt das Dürmig! Ah, jetzt geht's mir wieder besser. So, wir müssen gucken, wo Max ist. Max! Wo ist der Junge hin? Tuan, ich bin im Garten. Oh. Ah, Max! Ich hab die Eis und Klinken besorgt. Oh, endlich. Ey, du hast aber jetzt lang gebraucht, Tuan. Ja, musst du dich erstmal besorgen. Du gehst einfach nur in die Küche und machst einfach schnell was. Wie?
Ja, keine Ahnung, wenn man als Butler, ich dachte, ich sage, ich habe Hunger und dann machst du mir irgendwie ein Sandwich oder sowas. Das machen Butler? Ja, die machen ja alles, was man sagt. Oh nein, wozu bin ich dann in die Schule gefahren und hab den Lehrer überfallen? Hä? Ja, ich bin zur Schule gefahren, hab gesehen, Lehrer macht gleich Mittagspause, hab ihn umgehauen, mit Waffe bedroht und sein Essen und sein Klingen geklaut und hier ist geplackt. ja, gut, okay, dann danke. Ich hoffe, du magst Mortadelle auf deinem Sandwich. Ey, das ist ja schon angebissen hier. Ja, kannst abschneiden. Ah, ist okay, ja gut. So, und hier hast du noch eine Cola. So. Danke, danke. So, und was sagst du, bin ich der beste Butler? Ja, Tuan, ich will ganz ehrlich zu dir sein. Ich glaube, du bist eher ein geborener Mafia-Boss und kein gebrochener Butler. Was hab ich falsch gemacht? Du musst einfach, du denkst zu viel. So, als Butler musst du einfach machen, was ich dir sage. Wenn ich sage, ich habe Hunger, geh einfach in die Küche, mach Essen. Wenn ich sage, Auto ist dreckig, mach Auto sauber. Nicht Vogel töten, nicht Lehrer überfallen. Einfach nur das machen, was man sagt. Aber guck doch mal, ey, gib ihn doch Sinn. Ich hab Vogel tot gemacht. Vogel kackt nie wieder auf dein Auto. Und das Problem für immer gelöst. Warte, da ist noch ein Vogel. Habt ihn erwischt. Ja, cool. Siehst du? Guck, danke. Jetzt kackt keiner mehr auf dein Auto. Ja, das hast du ja gut gemacht. Tuan, so, und mit Essen? Guck, Leila, gib dir jetzt jede Tacosos Essen und Paul Becker und Zung gegen beste Noten. Ja, also bin ich der beste Bettler. Ja, ja. Du hast das super gemacht. Bist der Beste. Okay, ich mach Mittagspause. Hä? Du bist doch Butler. Butler machen keine Mittagspause. Wie? Ja, nur der ich bin der Chef. Ich mach Mittagspause. Butler arbeitet immer. Also wenn du schlafen gehst, ja, dann hab ich Mittagspause. Nein. Wenn ich schlafen gehe, dann machst du all das, worum ich mich nicht kümmern will. Dann gehst du Paul Berger von der Schule abholen, dann bringst du meine Autos zur Inspektion, dann, keine Ahnung, dieses ganz unnötige Zeug, worauf ich keinen Bock habe. Boah, das ist aber echt hart, ne? Dann machst du meine Steuererklärung, dann machst du unnötige Telefonate für mich, du weißt schon alles, was man halt Max, so macht. Max, du weißt, ich will diesen Job listig machen. Ja. Und deswegen, ich hoffe, du bist nicht böse auf mich. Nee, warum denn? Deswegen, geh schlafen! Leute, das muss ich machen. Er hat gesagt, er will erst schlafen gehen. Dann kann er erst arbeiten gehen. Deswegen, Max, tut mir leid, aber die muss ich jetzt zum Schlafen bringen. Ich hoffe, wir bringen ihn jetzt ganz lieb zu Bett. Und dann, was hat er gesagt? Ich muss Powerbagger abholen. Oh, verdammt, ich muss auf Powerbagger dann hüllen. Oh, ich weiß jetzt schon, ich werde bestimmt nach diesem Tag wieder die ganze Zeit kaputt machen. Aber egal, Leute, wir wollen unser Doppelstick machen. So, wir bringen Max mal. Jo, guck mal. Du liegst so gut. So liegen du gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, Leute, damit Max ist schlafen. Wir müssen jetzt Powerbagger von Schule abholen. Oh, Leute, heute haben wir einiges voll. Aber bevor wir Powerbagger von Schule abholen, Leute, ich muss ein paar Steuererklärungen machen und so. Aber ich denke mal, das ist zu langweilig für euch. Deswegen, wir sind gleich wieder, wenn ich Powerbagger abhole. Bis gleich. Ah, ich hab den ganz teuer Klamm gemacht. Meine Güte, Max, ich kenne jetzt all deine Finanzen. Ja, aber Leute, er hat gesagt, ich muss Powerbagger abholen. Powerbagger müsste jetzt gleich Zuschuss haben. Deswegen, ich werde jetzt in unser Turus einzeigen und abholen. Mit diesem Bentley fahr ich nie wieder. Ich hab den in die Glase getan. Den braucht keiner mehr. Ja, Leute, merkt euch ein, Turus beste Fahrzeug auf ganze Welt. Kein Fahrzeug der Welt ist besser als Turus. So, wir steigen kurz ein und ich würde sagen, wir gehen jetzt schön Powerbagger abholen und mal gucken. Oh, hoffentlich geht er mir nicht zu sehr auf die Nerven, Alter, weil ich heute Butler bin. Aber egal, Leute, wir haben bald Butler sein geschafft, Leute, nicht mehr lange. Oder wir können wieder Tuan sein. Let's go. Wir müssen nett sein, nicht überfallen. Leute, bis gleich. So, wo ist denn hier Paul Berger? Ah, da ist er doch. Paul Berger! Hallo, warum holst du mich wieder? Einsteigen. Oh. Ja, ich muss dich heute abholen. Ich hab Hunger, kannst du mir was essen? Weißt du schon, dass ich heute euer Butler bin, oder was? Was bist du? Oh, nein. Ja, ich bin für Fino Sumi, Butler von Max heute. Kann man stehen. Fahr weiter! Halt hier beim Klamottenladen links! Oh, was willst du Klamottenladen? Du hast Hunger! Ja, ich guck noch, ob es was Gutes gibt. Oh, wir brauchen einen Parkplatz. Ja, warte, ich mach kurz Parkplatz fly. So. Danke. Okay. Ja, passt. Was willst du jetzt hier? Ja, guck ich mal. No. Was, du? Dir passt eh nichts, das ist der Erwachsenenladen. Hallo, die Dame. Hallo. So. Was du wolltest hier? Also, ich will aber den Anzug. Den Anzug. Den Anzug, die Schuhe. Die sind ja alle so groß. Die Tasche, kaufst du es mir jetzt oder nicht? Nein, ich kauf nichts. Butler, einmal mit alles mitnehmen. Ja, aber du musst doch selber kaufen. Butler kauft nichts mit dem Boss. Butler, mach. Oh, was ist denn? Bald ist das Tag vorbei und du wirst ja versehen. So, das holen wir mit. So. Da ist einmal alles hier. Ja, das macht dann 450.000. Du sollst mir $450.000. Nö. Natürlich, der Butler zahlt nichts für andere. Oh, weiter. Oh, jetzt geht erstmal nach Hause. Max hat gesagt, soll ich nach Hause fallen. Ich muss auf Max hüllen. Fahr hier links. Max hat gesagt, soll ich nach Hause fallen. Fahr hier links.
Snacks. Nein! Hallo, hörst du falsch? Was willst du da machen? Ich wollte mir einen Snickers holen. Nein, Leis, Max hat da sollst du nach Hause gehen. Da hat gar nichts zu sagen. Bist du jetzt mein Butler oder sein Butler? Seiner. Ich will nicht mehr. Ja doch, du musst. Nein. Natürlich. Ja, ich mach dir was zu essen. Du fährst nach Hause. Ich guck dir, was du nimmst. Du kannst bestellen, wenn ich jetzt was leckeres. Nein, ein Butler bestellt nichts. Das hat Max mir beigeblackt. Ja, ich hab heute auch Max was zu essen geholt. Ich hab von Klausen geholt. Er sagt, nein, Butler muss gucken. Oh, oh. Oh mein Gott, dieser Verkehr heute wieder. Mann! Ah, vorsichtiger. So. Ja, wir fahren jetzt erstmal Paulberger nach Hause, Leute. Alter. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Nee, nee, oh. Oh, dieser Glill. Aussteigen! Das hast du gar nichts gesagt, du Butler! So, Max ist oben am Schlafen, ja? Lass ihn in Ruhe. Okay. Ja, du sollst Hausaufgaben oben machen gehen! Was ist mein Essen? Geh dir jetzt machen, du sollst oben ins Zimmer. Komm her! Jetzt mal besser! Au! Was kriegst du nicht, Mann? Du hast mich nicht zu schlagen. So, was gucken wir denn mal? Geh da oben! Oh, Leute, was mal. Ich hab eine Idee, Leute. Wir müssen dafür einkaufen gehen. Wir brauchen Lebensmittel. Ich geh ganz kurz einkaufen. Ich komm sofort. Ja, Leute, was will er haben? Paulberger! Paulberger! Ja. Magst du Steak? Ja. Oh Gott. Aber von Lind, ne? Ja. Oh Gott, Leute. Er will Lindsteak. Gar kein Problem, Leute. Wir gehen uns da ein Lindsteak besorgen. Bis gleich. So, Leute, natürlich. Wir holen nur die flüssigsten Sacken, ne? Wir müssen jetzt irgendwie rüberkommen und... Ja! So, oh, du siehst lecker aus. Du siehst lecker aus. Nein, du bleibst stehen. So, Leute, den fangen wir jetzt ein. Und dann wir holen den Zünd mit. Oh ja, komm, cool. Das gibt lecker Essen. Bis gleich. So, Leute, Essen ist der... Wie würde ich sagen? Wir müssen jetzt Paulberger holen, Leute. Wo ist der wieder? Der ist bestimmt oben. Hoffentlich Hausaufgaben machen oder so. So, wir gehen ihn mal ganz kurz holen. Paulberger! Paulberger! 1, 2, 3, let's go! Was guckst du so? Essen ist fertig. Alter. Was? Was? Was hast du gerade gesagt? Nix, ich hab gesagt, ich mache ein Beat an. Ach so. Ah, ja komm, mit ja. Essen ist fertig. Okay. Oh, du wirst das lieben, Paulberger. Extra. Ich glaube, was Fischen ist, du bekommst nie im Leben. Was denn? Oh, oh, das saftigste, flüssigste Steak, schön blutig. Okay. Ja, hier. Gute Hunger. Was? So, du hast eine Kuh geholt. Das ist doch Steak. Da, ist jetzt. Nein. Warum? Ja, Hunde. Keine Ahnung, mach daraus ein Steak. Das ist doch ein Steak. Das Blutig, das Fleisch. Jetzt ist Paulberger. Da kann es nicht jetzt das Leben wissen. Ruf Metzger oder so. Weil es lebendig ist, kannst du nicht essen, oder was? Alter, ich kann das so... Jo, was soll das? Jetzt nicht mehr lebendig, jetzt kannst du essen. Na, das ganze Blut noch. Boah. Ja, so saftig. Nein, das ist roh. Das ist doch ein... Mein Gott. Ja, okay, es ist roh. So, hier. Max ist ausgen... Warte, Max kann nicht wach werden. Max! Oh, Paulberger! Max, ich komme! Essen ist fertig. Max! Paulberger, Max schläft. Max! Ich hab dir mit Baseballsticker umgehauen. Warum? Der hat zu mir gesagt, guck, der hat zu mir gesagt, du kannst erst arbeiten, wenn ich schlafe. Arbeit, warte nicht. Und deswegen war noch wach, deswegen hab ich Baseballsticker K.O. gehauen. Dein Essen ist fertig. Du bist ein Monster. Ich geh jetzt. Lass mich los! Nein! Ist nicht so das Steak, was ich hier gemacht habe! Erst du essen! Oh, Paulberger, bleib stehen! Nein! Oha! Bleib stehen! Du wirst mich hier nicht abknallen! Hab dich! Nein, hast du nicht! Oh, Leute, der. Aha! Ausgetrickst! Weißt du was? Weißt du was? Du kannst mir Essen nicht setzen! Paulberger! Was? Jetzt hab ich dich. Komm, Alter, du wirst mich hier nicht abknallen! Du Rentner! Ich werde dich so erwissen, Oh! Weißt du was, Paulberger? Weißt du was? Ich kündige! Du bist gefeuert! Ich kündige, hab ich gesagt! Max! Ey, Tuan, ich bin im Garten, komm nach hinten! Oh, am Garten? Hier, komm, geh mal auf hier. Ich bin nicht im Garten. Wo bist du? Hier am Pool, hier Touren. Ah, da hinten. Max! Yo, Touren, was geht? Leute, der Witz so. Ja, was machst du heute? Boah, gar nicht viel. Ich glaube nur mich ausruhen oder so. Oh, okay, also hast du halt nichts geplant. So, willst du heute ausruhen, ein bisschen so chillen oder was?
Ja, ich fühle mich heute nicht so fit touren. Lass morgen oder sowas machen, ja? Ja, okay. Kein Problem, Max. Kein Problem. Tut mir leid. Sehr gut, danke. Dann bis morgen. Tschüss. Leute, habt ihr gemerkt? Ich glaube, Max ist klaulig. Was passiert denn? Also keine Gang hat was gemacht. Ich glaube, Paulberger wurde auch nicht geführt. Lamo und Bentley sind heile. Ich glaube, Max ist einfach nur klaulig, Leute. Nein, nicht wenn Thorn hier ist. Leute, wir müssen Max unbedingt wieder glücklich machen. Ich kann Max nicht ohne sehen, ohne lassen. Deswegen, Leute, wir werden Max heute den schönsten Tag geben. Die schönsten Geschenke, die es jemals gab. Und ihr kommt mit. Ja, Leute, niemals. Niemals! Leg die Klaulichkeit mit Thorn an, ha? Egal! Auch Gefühle haben keine Chance gegen Thorn. Ganz einfaches Ding. Leute, deswegen müssen wir überlegen. Was könnte Max wohl in? Also, Max hat ja schon alles. Also müssen wir dem noch mehr geben. Das heißt, neue Ohr, ein Haustier, neue Auto, neue Helikopter, neue Flugzeug, neue Jagd, alles! Und Leute, das werde ich heute besorgen. Deswegen, ich würde sagen, wir starten ganz normal mit einem Haustier. Und Leute, welches Haustier ist das beliebteste in der ganzen Welt? Ganz genau. Nein! Ihr denkt alle an Hunde! Natürlich besorgt ihr meine schöne Ente! So sieht aus, Leute. Deswegen, wir gehen jetzt ein schönes Haustier kaufen, Leute. Bis gleich! So, Leute, hier hinten kommen wir jetzt die Stop, Leute, wenn jetzt ein paar Leute wohnen. Oh, sind so bleibt alum! Mein Gott! Macht der hier ihn auf Pumpa Mumpa? Hat der mal gesehen? Oh, verdammt, das Stein. Und Tullus? Nein, Tullus, übertreibt nicht. Nein, das ist der Typ, Leute. Dort werden wir uns Dings kaufen. Da sind auch so ein paar Tiere. Hallo! Ja, guten Tag, der Herr. Oh, ich will mein Haustier kaufen. Ja, Servus. Also, ich kann Ihnen meine Lieblingstiere vorstellen. Wir haben hier Doggy Dogsen, der Rex. Nein, das ist ein Hund. Du bist ein Hund! Ja! Das ist keine Beleidigung, weil er wirklich ein Hund ist. Okay. Dann haben wir eine Katze, Black Panther. Nein. Du bist auch ein Hund! Ja, das war eine Beleidigung, weil der kein Hund ist! Ja. Okay, dann gehen Sie rüber zu dem Affen. Dieser Affe heißt You. Ah, der liest aber nach Standard Skill. Vielleicht wollen Sie da. Nein, ich will kein Monkey. Oh, feini. Oh, groß und stark. Aber die finden die Flügel. Er ist nicht elegant genug. Okay. Oh, ein Kuh. Oh. Warten Sie mal. Kann lecker Steak ausmachen, oder? Wollen Sie es umbringen? Nee, kochen. Nee, das wäre nicht so gut. Ich sag Ihnen wirklich. Okay, und. Oh, nein! Das ist eine Ente. Diese Glazilität, Eleganz, Schönheit und Stärke und Anmut. Die will ich haben! Ich zahle 1 Million! Eine Million was? Dollar? Natürlich! Dollar? Ja! Sie können die Ente haben, sofort, ja. Für 1 Million. Ja, gerne, hier, so. Oh mein Gott, ich bin reich, Du bist so ein Glöckchen, 1 Million für eine Ente. Ente! Stay gestanden! Einsteigen! Oh, Leute, guck mal, wie schön die am Laufen ist. Das ist Eleganz, Leute. Das ist die Perfektion von Mutter Natur, ah? Uns Menschen hat die Mutter Natur komplett zerstört, aber die Enten haben sie perfekt gemacht. Oh, die Ente sind ein Kind, die sind ein Kind. Oh mein Gott, wie süß. So, Leute, wir werden mit der Ente ein bisschen umfallen jetzt hier. Und wir lassen die so lange im Koffer laufen, bis wir die Max geben. Als nächstes, wir müssen uns besorgen. Eine wunderschöne Uhr. Aus dem Weg, Faller! Das alles los ist, Mann! Okay, Leute, haben wir uns gleich nochmal geklärt. Leute, wir fahren jetzt zum Ohrenhändler. Noch ein Fall! Oh ne, Motorrad, egal. Leute, bis gleich! So, Leute, schön zum Ohrenhändler. Aus dem Weg! Ein Tullus hier! Aus dem Weg! Mein Gott, wirklich, die Mensch heutzutage. Ihr habt alle kein Benehmen! Alle zusammen! So. Hallo! Guten Tag, Mr. Twin. Ja, richtig. Schönen guten Tag. So! So, Laden geschlossen, alles sofort raus hier, alles sofort raus, hab ich gesagt. Nee, gefallen mir! So! Mr. Tour, was kann ich für Sie tun? Also, dort. Ich brauch was. Das nächste. Das teuerste. Das klasseste, wenn man und lauf guckt, dass die Augen verbrennen sollen, weil es so teuer ist! Kette! Kette, okay. Ja, ich will komplett auslasten. Ich hab da was hier, warte mal, kommen Sie mal mit, ja das ist hier die Schmalspursacken für jedermanns Augen. Ja, hier hinten sind die ganz besonderen. Ja, sehr gut, das wollte ich doch hören. So, hier haben wir erstmal eine Kettenanhänger. Das ist hier 200 Karat.
Diamanten, ja, VS-Diamanten, ja. Super, super Reinheitsstufe, ja. Wenn da Sonnenlicht drauf scheint, Leute werden blind, wenn sie angucken. Ja, das will ich genau erleisten. Ja, ja, okay. Also so eine Kette einmal, ne? Ja, okay. Einmal. Ja, sind wir bei, mit, ne, ist natürlich auch 18 Karat Weißgold, 200 Diamanten, sind wir bei ca. 30.000 Dollar, ne? Geht's nicht teurer? Kette ist nicht so teuer, ja, sie, aber Uhren sind teurer, ja? Komm ich mit. Oh, ja, das können doch gerne. Oh, ja. Max wird so glücklich sein, Leute. So, ich werde dafür sorgen, dass Max heute Lässig aufs Gesicht bekommt. Ja, weiter, was ja, noch? Guck mal, was wir hier haben, ja. Wollen Sie was so mit Iced Out und so, ne? Oh, ich will das Teuerste vom Teuersten vom Teuersten haben! Okay, 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 ich verstehe. Wir haben ja eine Iced Out Patek Philippe 5711, ja, die Uhr wurde eingestellt, allein so kostet schon 160.000, mit den Iced Out VS-Diamanten sind wir bei 250.000, ja. Ja, Auto hört sich, okay, hört sich gut an. Was packen wir alles zusammen einmal, ja? Okay, okay, warte, ich packe ihn alles schön zusammen. Die 100.000 klingt jetzt natürlich wie immer am Start, ne? Darum sind sie meine liebste Kunde, ja, ich habe ihn alles hier verpackt, sodass niemand denkt, dass da was Teures drin ist. Ja, okay. So, Leute, perfekt. Jetzt haben wir so mal die Uhle und die Kette für Max. Ist im Kofferraum. Ja, danke. Tschüss. So, weg! Oh, verdammte Lady. So, Leute. Jetzt haben wir so mal ein Ente. Wir haben ein Uhl und eine Kette. Und jetzt wir brauchen ein Auto, dann ein Flugzeug, dann ein Hubschrauber und noch ein Yacht. Und das alles für Senke Max, Leute. Max wird hoffentlich happy sein, Leute. Und dann verbringen wir den ganzen Abend mit ihm. Weil das Schönste ist natürlich mit One Side verbringen. Unsere allerbesten Freunde. Lass mal ganz kurz feststellen, ja? Okay, ich würde sagen, wir fahren zum Autohandel. Bis gleich, Leute. So, Leute. Jetzt sind wir hier beim Autohändler. Wir werden Max eine dicke, fette, 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 fette Kalle kaufen. So, wir gucken mal ganz kurz hier. So. Hallo. Hey, Kalle, Kalle. Hallo. Mein Name ist Tuan. Hey, mein Name ist... Chingalang. Interessiert mich nicht. Ich will was kaufen. Das Beste vom Besten, ja, vom Besten, vom Besten, vom Besten, vom Besten, vom Besten! Oh, wir haben immer hier einen Booker. Leis. Leis. Ja, ich bin Leis. Leis, Leis. Wie Leis? Sag mal, komm, leih mal Luke hier. So, einmal. Hallo, hallo. Ja, sie machen kaputt. Hallo. Hallo. Die machen kaputt gemacht. Wir müssen mal ganz kurz hier gucken. Halt dein Stauze! Was machen Sie da? Ich muss was testen. Nein, sei ruhig, ich kauf dir, keine Sorge. Was? Mein Gott, Leute, der ist so ein Smiles-Boy. Jetzt geht er mir so hier auf die Nerven. Der kennt mich, das war jetzt der neue Mitarbeiter. So, nee, McLaren mag Max nicht. Nee, McLaren ist scheiße. So, wir haben hier so einen schönen Aventador. Ja, ja. Mann, deine Autos sind alle im Weg! Sie machen alles kaputt. Nein, ich mag alles kaputt. Kaputt. Nein, nein, so, Leute. Jetzt ist die Flagge. Welches Auto wir sollen holen? Leute, ich glaube, wir müssen ihn mal ganz kurz tunen und so. Nee, weil so gefallen mir das nicht und so gefallen mir das auch noch nicht, Leute. Wir müssen mal ganz kurz hier ein paar Sacke machen, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, guck mal, natürlich schon mal die Farben von Max ein bisschen getunt. Den Bugatti haben wir natürlich dann auch im Dings gemacht. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ey, Verkäufer! Ja, was ist denn jetzt los? Welchen würdest du holen von den beiden? Ich würde den Lamborghini holen. Sehr gut, weil du das Smart Pro bist, kauf ich beide. Ja! Hier ist meine Kreditkarte, los, buch ab. Aber sie haben noch ein bisschen Schaden im Laden gemacht. Oh, hallo, ich muss ja auch Miete bezahlen, ja? Ich kauf die beiden, muss was dann. Ja, und was mit den Klatschern? Ich kauf die zwei, haben wir uns verstanden? Ja, klar, verstanden. Ja, gut. So, was ich mag das? Ich buch ab, ja? Was mag das? Also, der Lamborghini macht 400.000. Ah. Der Bugatti ist bei 1,4 Millionen. Max 2,5 Millionen. Oh mein Gott. Ja. Ich hab den Schaden bezahlt. Oh mein Gott, wie schön. Danke. Geh los! Erzähl ihn! Leute, ich würde sagen... So, den einen lieferst du zum Flughafen. Haben wir es gehört? Komm her! Liefer den zum Flughafen. Du lieferst beide zum Flughafen. So. Ich aber arbeiten. Egal, sonst komme ich wieder und hol dir noch mal ins Gesicht. Mein Gott. So, und weil ich weiß, dass Max diesen McLaren hast. Verdammter McLaren. Scheiße hier, Alter, Leute. So, ganz kurze Prozess gemacht. Leute, jetzt haben wir schon mal ein Ente. Das ist das Beste. Dann wir haben Uhren und Ketten. Und wir haben zwei Autos. Das heißt, als nächstes
locken wir. Hubslauber. Ja, Leute, ein Hubsauber, der hat einen Landeplatz, das passt ihm perfekt. So, wir fahren zum Hubsauberverkäufer, Leute. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Oh, happy day, Pony so glücklich und macht Max glücklich auch und Paul. Oh, aber lass mal apropos, was Max macht. Lass mal das Powerbank anlaufen und gucken, was Max am Macken ist. Oh, es klingelt. Hallo. Powerbanker. Ja, was ist mit Max? Was macht der? Hau, schlaflos und dann liegt mir ans Tagbett. Ach du Heilige, alles klar, ich weiß Bescheid, gut. Tschüss. Tschüss. Oh Leute, ist noch schlimmer als gedacht, verdammt, verdammt, verdammt. Leute, ja, wir werden ihn, oh hier. Hallo. Herzlich willkommen. Ah, ich will Helikopter kaufen. Ja, da sind sie richtig, ne, hier bei Henrys Helikopter-Shop. Immer zu, Henry. Ja. Ich will Geld ausgeben. Oh, das ist schön, ne? Da müssen sie auch. Nein, Henry, ich will alles ausgeben. Ich will das Teuerste, das Beste, dass wenn Leute sehen, ne, vom Flug, dass die dann runterlegt, ne? Smartspur okay. Für alle! Ah, ja, okay. Ne? Was halten Sie davon, Mr. Touren, wenn ich Sie hier etwas rumführe und Ihnen meine Modelle zeige, Ja, ich will das Teuerste haben. Also mit dieser Maschine waren wir 1970 auch im Jahr... Magnet! Nächste! Da waren wir im Vietnamkrieg, ne? Da wurden wir mit so einem Ding ja abgesetzt. Da kann ich... Das auf jeden Fall läuft wie Lotschen, ne? Okay. Oder wie die Russen sagen, wie ihre AK-47, ja, ne? Ja. Oh, ein paar Raketen, aber das ist ja schon was Neueres, ne? Das ist ein Buzzard-Kampf-Heli mit 8 Ja, von dir habe ich 10 Stück. Okay. Das hier ist ein bisschen was Langweiligeres. Das sind zum Beispiel die Nachrichtenhelikopter sind da raus, ne? Du hast mich, glaube ich, nicht fast... Oh! So, das ist bestimmt nichts für Sie, aber das hier, das ist auch eine super Maschine. Damit waren wir auch damals im Krieg. Hier mit meiner Company. Hey! Ja? Nee, das ist nichts für mich. Ja, ich dachte, Sie sind ein richtiger Mann, der Waffen will. Hör mal zu, wenn ich will. Ich habe ganz schnell Waffen in der Hand. Oh. Ich glaube, was okay. Anderes. Ich will das haben! Ah, okay, gut. Sie sind ein Mann mit von Klasse, hä? Ja, ist nicht für mich. Ah, okay, ja, gut. Ist nur ein Geschenk. Ja, so, wie viel kostet der? Was soll ich sagen? Das ist unser bestes Modell, ne? Nordirländische Weiderinder hier mit Lederverarbeitung vergoldet. Der Lack aus dem Champagner-Kühler, Massage. Sehr gut. Volles Programm. Sehr gut. Spur, ne? Das will ich hören! Ja, der ist aber auch bei 10 Millionen liegt das Ding. Ach, ne? Kleingeld. So, hier, einmal bitte abbucken. Okay, super. So, können Sie wieder zurückhaben. Und hier eine Blueskarte atlen, ja, für ein Climax und den bringen Sie bitte zum Flughafen. Okay, lass ich liefern. Zum Flughafen? Ja. Okay, ja, gut. Der eine Hangar gehört mir. Ah, okay. So, Leute, okay, Helikopter mit schönen Massagesitzen, das mit Max gefallen. Leute, wir werden heute Max so besenken, wie noch keiner vor ihm war. Keiner wird so schöne Geschenke kriegen wie Max. So, als nächstes, Leute, seht an, ein Boot zu kaufen, Leute. Doch, ein schönes Boot und danach, wir kümmern uns um die Flugzeuge. Deswegen will ich sagen, Leute, wir drehen uns hier mal ganz kurz um, weil wir falls Listung gewartet. Ab zu einem schönen Boot! So, Leute, aus dem Smack! Mein Gott, mach die Liegestütze mal weg. Oh, Leute, da sind doch mal Sachen, von denen wir splashen. So. Perfekt. Hallo! Sie sind die Bootsverkäufer! Ja? Ich will was kaufen. Ja, also ich habe hier ein paar Boote, ne? Also, so wie sie aussehen, ich glaube, ihnen passt ein Bananaboot. Du kleine, leckige Smallsboot, ich will die Jagd kaufen. Die Jagd? Ja! Das ist aber mein Privatjagd, die steht nicht zu verkaufen. Ich will die kaufen. Die ist sehr teuer, also ich weiß nicht. Die habe ich gekauft damals noch für 5 Ich will Millionen. Die kaufen. Und der Wert ist gestiegen. Also unter 20 Millionen würde ich da nichts machen, ja. Ich will's haben! Ja, also mit Drohnen wird das auch nichts, ne? Ich bezahle den vollen Preis! Ja, also ihr könnt mich bedrohen, das Ding ist versichert, ne? Also ich würde es einfach der Polizei melden, so ein großes Schiff wird auch nicht einfach so verschwinden, ne? Das ist ein Army-Boot, das hält. Ja, das melde ich auch der Versicherung. Ja, okay, können alles kaputt machen, ja. Pass mal auf, Tim! Ich weiß, dass du Tim bist! Ja, ich bin Tim. Ich weiß, wo deine Frau ist und wo deine Kinder zur Schule gehen! Ja, aber meine Yacht ist viel mehr wert als meine Frau. Verdammt! 25 Millionen! 40. T!
40, okay? Einverstanden. So. Perfekt. Hat doch Spaß gehabt. Links an den Flughafen. Hä? Warum soll ich das denn machen? Da gibt's eine Million extra. Noch gut. So, Leute, perfekt. Jetzt haben wir die Jagd besorgt. Wir haben das besorgt. Ich glaube, wir müssen ganz kurz Powerbank anrufen, dass der Max zum Flughafen blinkt. Warte mal, wir rufen den ganz kurz an. Nur ganz kurz suchen. Paul Berger. Ja, jetzt klingelt. Ja, hallo. Paul Berger. Du musst Max zum Flughafen blinken. Was? Du kriegst nur ein Motorrad geschenkt. Spielzeugmotorrad, darfst du aussuchen. Kein Bock. Was willst du haben? Oh, wenn wir so sind, was Geiles. Okay, fast blocken. Wir besorgen dir was Geiles, ja? Na gut, okay. Okay, tschüss. Ciao. Okay, perfekt, Leute. Jetzt habe ich Powerbank angerufen. Er wird Max rüberblingen zum Flughafen. Und jetzt wird Max alle Geschenke zeigen. Und das Beste natürlich am Ende, die Ente. Ja! Bis gleich, Leute! So, Leute, jetzt fehlt nur noch dieses Flugzeug. Max müsste gleich dann irgendwann einkläffen. Dann kaufen wir uns das schnell. Da sind so die Autos in meinem Hangar. Perfekt. Wo hat er die Yacht hingeblackt? Oh, warte mal ganz groß. Hier ist ein Flugzeug. Ah, da hinten. Bitte. Perfekt, da ist die Yacht. Sehr gut, so. Ja, guten Tag. Beide Flugzeuge, ich will kaufen. Herzlich willkommen bei Franks Flugzeugshop. Hör mal zu, Frank, ich habe keine Zeit. Mein Freund kommt gleich. Ich muss beide Flugzeuge kaufen. Okay, ja, kein Problem. Beide. Ist die. Okay, aber das Goldene ist nochmal besser, ne? Ist das ich will beide haben. Okay, wollen Sie noch eine eigene Lackierung oder sowas? Nein. Okay, natürlich. Dann. Wie viel mag das? 25 Millionen. Oh, ja, bitteschön. Oh, danke. So, gut, und du verziehst dich jetzt von hier. Okay, danke. Los, verzieh dich! Da haben wir die Flugzeuge, Leute, wir haben das Schiff hier. Hinten die Autos, die Uhren, alles ist am Start. Und die Ente, Leute. Wie weit bis Max kommt, bis gleich. Oh, Leute, Max müsste gleich... Ah, da kommt doch Max angeflogen. Oh, der ist ja gut laufen, der fliegt. Oh, hat er den Sprung verkackt? Oh, Leute, wir warten, bis der mal da ankommt. Wirklich, wenn er den Sprung verkackt hat, hat er verdient, Claudik zu sein. Wer diesen geht, der Sprung ist auf, ist ein Smilespo. So, ich hab's gesagt. Max, hier! Jo, Touren, was los? Ich komm bei der Überlastung für dich, guck mal! Okay, ja, ich sind schöne Autos. Ich konnte mir zeigen, welchen du haben wolltest, dann hab ich dir beide für dich gekauft. Oha, danke, ja, so, aber stopp. Nicht nötig gewesen. Look! Mitkommen, einsteigen. Natürlich, zwei Autos ist zu Smilespur. Und ich hab gedacht, manchmal du hebe gerne ab, deswegen habt ihr zwei Flugzeuge gekauft. Oha, aber ich brauch doch gar kein Flugzeug. Nein, doch, du blocken eins. Und was noch besser ist, guck mal hier. Komm raus, eine Ente. Für und mich? Nicht nur eine Ente, sondern hier die neueste, keine Ahnung wie die heißt, Berlin Verdeck oder so, Iced Out und eine neue Kette. Patek Philippe? Ja, Iced Out. Keine Ahnung, welches Modell das ist. 5711? Ja. Boah, aber das ist doch nicht alles. Modell. Das ist doch nicht alles. Guck mal, die Ente kann auch fliegen. Komm mit. Eine eigene Hausente? Okay. Ja. Aber Turan, das wäre doch alles. Nein, Luke! Luke! So, meine Ente pfeifen hier. Und nicht nur das, sondern wir haben. Oh mein Gott, der Bugatti hat echt viel Power. Wir haben hier noch eine neue Jacke gekauft! Boah, Alter, wie du auch alles in meiner Lieblingsfarbe gemacht hast. Natürlich. Und den Hubsauber habe ich schon lieber geblackt zu dir, der ist in London. Ich habe den goldenen Hubsauber gekauft. Boah, Alter. Also, Max, sei nicht mehr klaulig. Turan, ich war doch gar nicht traurig. Hey, du warst doch voll klaulig, als ich kam. Und du warst den ganzen Tag im Bett, weil du klaulig warst. Nein, ich war einfach nur müde und deswegen war ich im Bett. Oh, ich dachte, du warst klaulig, wollte ich aufmuntern. Oh nein, das ist voll korrekt von dir, Turan. Du bist echt der Beste. Aber wirklich alles gut. Ich war einfach nur müde, weil ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin. Okay. Also, morgen bester Freundetag? Morgen auf jeden Fall bester Freundetag. Perfekt, Max. Sehr gut. Alles klar. Gut, Max, ich muss dann noch ein paar Geschäfte erledigen und ich gehe dann los, ja? Viel Spaß mit den neuen Spielzeugen. Danke dir für alles. Kein Problem. Was gibt man über... Ey, meine Ente ist gerade gestorben. Oh. Die ist hier. Ich bin auf die neue. Nee, alles gut, danke. Uchi. Leute, seht ihr, Max ist nicht mehr klaulig. Leute, das Wichtigste ist immer, den Leuten was zurückzugeben, die ihr liebt, ja? Deswegen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert die Glocke, bis zum nächsten Mal. Euer Tuan. Tschüss.